Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Heute erkläre ich dir 4 Sehenswürdigkeiten in Berlin. Bleib unbedingt dran. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Max. Sehenswürdigkeit Nummer 1. Der Alexanderplatz in Berlin. Komm, wir sagen es mal zusammen. Der Alexanderplatz in Berlin. Der Alexanderplatz in Berlin. Der Alexanderplatz in Berlin. Der Alexanderplatz ist wirklich ein absolutes Highlight. Wenn du in Berlin bist, dann musst du unbedingt auch den Alexanderplatz besuchen. Alexander ist übrigens auch ein berühmter deutscher Vorname. Die Abkürzung lautet Alex. Und so nennen die Berliner auch den Alexanderplatz. Sie sagen einfach Alex. Ich gehe shoppen am Alex. Es gibt dort auch den berühmten Fernsehturm. Den erkennst du sofort. Der ist ganz typisch. Und den hast du bestimmt auch schon mal auf einem Foto gesehen. Sehenswürdigkeit Nummer 2. Das Brandenburger Tor. Komm, wir sprechen es gleich mal zusammen. Das Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor. Wenn du schon mal in Berlin bist, dann musst du dir unbedingt auch gleich noch das Brandenburger Tor angucken. Es befindet sich in Berlin-Mitte. So heißt der Ortsteil. Und oben auf dem Brandenburger Tor ist diese berühmte Figur mit der Göttin und den 4 Pferden. Das musst du unbedingt mal in echt sehen. Sehenswürdigkeit Nummer 3. Die Eastside Gallery. Komm, wir sprechen es gleich mal zusammen. Die Eastside Gallery. Die Eastside Gallery. Die Eastside Gallery. Du weißt, ich habe schon oft von der DDR gesprochen. Also von der Zeit, als Deutschland damals noch in Ost und West geteilt war. Da gab es ja die berühmte Deutsche Mauer. Und weißt du was? Man kann sich die originale Deutsche Mauer heute noch in Berlin angucken. An verschiedenen zentralen Punkten in Berlin gibt es noch einzelne Mauerteile, die du besichtigen kannst. Mein Tipp ist aber die Eastside Gallery. Da ist die originale Berliner Mauer mit Graffiti besprüht. Da siehst du lauter bunte Bilder auf der Mauer. Das sieht richtig cool aus. Das musst du dir angucken. Sehenswürdigkeit Nummer 4. Das Reichstagsgebäude. Komm, wir sprechen es mal zusammen. Das Reichstagsgebäude. Das Reichstagsgebäude. Das Reichstagsgebäude. Dort wird die Politik in Deutschland gemacht. Alle Politiker treffen sich im Reichstagsgebäude und machen zusammen Politik. Sie stimmen über Gesetze ab und diskutieren im sogenannten Deutschen Bundestag. Im Deutschen Bundestag. Das ist dieser große Raum, wo alle Politiker zusammensitzen. Diesen Raum hast du bestimmt schon mal in den Nachrichten gesehen. Und sag mal, warst du eigentlich auch schon mal in Berlin? Schreib doch mal einen Kommentar
unter dieses Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal und gib mir jetzt einen Daumen nach oben. Und in diesem Video hier erzähle ich dir 5 Fakten über Berlin. Also 5 Dinge, die man über Berlin wissen muss. Klicke jetzt auf dieses Video hier.